Jesus, berühre mich, weil in der Bridge, da kommt ein Abschnitt vor. Herr, ich bin nicht würdig, ich bin oft so weit weg von dir. Und dieser Satz, der ging mir immer wieder durch den Kopf. Bin so oft weg, weit weg von dir. Geht dir das genauso, dass du dieses Empfinden hast? Manchmal hat man ja das so, man kommt sich Gott so nahe vor, wie vielleicht jetzt in diesem Lobpreis. Und andere Zeiten gibt es, wo man sich so weit wegkommt, weg von Gott. Ja, die Situation, das hat sich eben alles so entwickelt in meinem Alltag und da sind so bestimmte Dinge und ach, jetzt müssen wir so viel arbeiten oder jetzt dürfen wir nicht so viel arbeiten, müssen wir Kurzarbeit machen, wie wird das weitergehen, wird das Geld reichen, werden andere Dinge dann überhaupt noch passen und dann merkt man eben, ja, Gott ist irgendwie immer so ein bisschen weiter weg von einem. Oder fühlst du dich auch Gott weit weg aufgrund eines bestimmten Ereignisses, eines Erlebnisses, wo du eigentlich weißt, nein, das ist nicht richtig und trotzdem handelst du so und bist ungehorsam gegen Gott und bist weit weg von ihm. Immer wieder kommt mal so ein Gefühl auf, ich fühle mich so weit weg von dir. Am Anfang hatte ich euch von diesem Fischfang erzählt, von Petrus und seinen Kollegen, die da unterwegs gewesen sind. Und der eine oder andere wird sich vielleicht an den letzten Sonntag erinnert haben. Da ging es nämlich auch um Petrus. Und da ging es auch um einen Fischfang. Und wie Jesus dann eben dort zu Petrus gekommen ist. Und er war dort schon im Dienst und er hat dann auch gesprochen zu den Leuten. Und Petrus und seine Kollegen sind dabei, die Netze sauber zu machen und die Netze wieder zu flicken. Und wenn man diesen Text genau betrachtet, dann könnte man sich fragen, ja, wovon macht ihr das sauber? Denn auch damals hatten sie nichts gefangen. Ja, zumindest keine Fische, die da hängen geblieben waren oder kleine, die da rumzappelten noch, sondern vielleicht noch irgendwelche Algen oder die sie sonst so sauber machten. Aber Jesus geht auf Petrus zu und er möchte gerne sein Boot haben und es nutzen als Kanzel. Und dann zu den Leuten sprechen. Und er predigt dann auch und er spricht auch zu den Leuten. Und Petrus, er sitzt dann mehr oder weniger genau daneben und er bekommt das alles mit. Und irgendwann ist Jesus fertig und dann sagt er zu ihm, hey, Jungs, ihr habt doch gar nichts gefangen heute. Was wollt ihr denn essen? Wovon wollt ihr eure Familien versorgen und ernähren? Fahrt nochmal raus und werft die Netze aus. Petrus, der ist groß geworden an diesem See. Wahrscheinlich ist er schon in der x-ten Generation Fischer. Und er weiß ganz genau, worauf es ankommt oder so. Du kannst nicht tagsüber rausfahren. Da verkrümeln sich die Fische nämlich weiter nach unten. Oben ist es denen dann zu warm an der Wasseroberfläche. Aber nachts, wenn es kühler wird, da kommen sie dann hoch und da können wir dann die Netze auswerfen. Aber auf dein Wort hin. Ich glaube, das ist uns hängen geblieben noch von letztem Sonntag, Michael, was du uns gesagt hast. Aber auf dein Wort hin, da fahre ich noch einmal hinaus. Gegen alle Regeln der Fischerei. Auf dein Wort hin fahre ich noch einmal raus. Und tatsächlich, die fangen so viele Fische, dass sie es gar nicht alleine schaffen, dass sie noch ein zweites Boot holen müssen. Und zusammen ziehen sie dann eben diese prall gefüllten Netze voller Fische ans Ufer. Und die Netze drohen zu zerreißen. Und das ist ein Unterschied zu dem, was wir in Johannes 21 berichtet bekommen. Da werden wieder viele Fische gefangen. Werft das Netz auf der rechten Seite aus. Nee, bei euch auf dieser Seite. Ne? Auf der rechten Seite aus. Wie was? Haben die Fische heute Rechtsverkehr? Warum? Ne? Das macht gar keinen Sinn. Also ich habe auch keine Ahnung von Fischen und Fischerei. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ob das einen Unterschied macht, ob du links oder rechts dein Netz auswirfst. Ne? Aber eine konkrete Anweisung und sie machen es und sie fangen ganz viele Fische und das Netz hält. Sie bringen alles an Land. Und da war eben diese Situation, dass Johannes Jesus erkennt, dass er es war, der diese Aufgabe oder diese Anweisung gegeben hat.
Und als Petrus das merkt, er hatte sein Obergewand, ja, sein Pulli oder ja, sein Gewand eben abgelegt, befand sich dann, ja, wir würden wahrscheinlich sagen, mehr oder weniger nur noch in der Unterbuchse dann da beim Arbeiten, wo er ohnehin ins Schwitzen kam und die anderen auch. Und er zieht sich dann das über und er springt ins Wasser und versucht dann so schnell wie möglich zu Jesus zu kommen. Und vielleicht hat das auch eher geschafft als die anderen, die mit dem Boot ja mühsam und mit den vielen Fischen dann hinterher dann eben da noch hinkommen mussten. Er will immer gerne bei Jesus sein und er freut sich. Und als die Jünger wieder zurückkommen, auch alle dann wieder da sind und als sie auch die ganzen Netze dann rausgezogen haben, die Fische dann auch rausgezogen haben, dann merken sie, dass Jesus da schon ein Essen vorbereitet hat. Auf einem Feuer wird Fisch gebraten. Und die sollen noch von ihrem eigenen Fang auch noch weitere Fische dazu bringen. Und Brot hat er dann auch dazu bereitet. Das war ein galiläisches Frühstück. Ja. Aber es gab was zu essen. Die hatten ja stundenlang gearbeitet und gemacht und getan. Und jetzt waren sie auch hungrig. Und Jesus kommt zu ihnen. Jesus ist ihnen, wie ich vorhin schon sagte, seinen Jüngern mehrmals erschienen. Und jetzt war es das dritte Mal, dass er seinen Jüngern erschien. Und er hat auch einen ganz besonderen Grund. Er musste nämlich noch etwas zu Ende bringen. Er musste noch etwas fertig machen. Er suchte das Gespräch mit einem seiner Jünger. Er suchte das persönliche Gespräch mit Petrus. Mit ihm wollte er sprechen und mit ihm hat er dann auch gesprochen. Und wie das ganz genau ausgesehen hat, ob die dann da alle in der Runde so um das Feuerchen dann herumgesessen haben und dann gegessen haben und währenddessen, oder es heißt dann hier eigentlich auch, nachdem sie fertig waren mit dem Essen, dann spricht Jesus Petrus an. Und wir können halt eben nicht sagen, wie das genau ausgesehen hat, ob die anderen das so alles mitbekommen haben, aber der Evangelist Johannes, der die eben ja dieses Evangelium geschrieben hat. Er berichtet von dieser Begebenheit, weil sie wichtig ist. Er berichtet von dieser Begebenheit, weil da jemand oder vielmehr das Leben von jemandem eine Korrektur braucht. Braucht dein Leben auch eine Korrektur? Wir gehen in den Bibeltext hinein. Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Und die möchte ich einmal vorlesen. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Und dann forderte Jesus ihn auf: Folge mir nach. Als allererstes fällt die Anrede auf. Jesus sagt: Simon, Sohn des Johannes. Das ist sein eigentlicher, ja, wir könnten fast sagen, sein Geburtsname gewesen. Und es kommt auch nur einer in Frage. Hier bei uns in der Gemeinde, ja, einen Simon haben wir, ne? Simon, Sohn des Erik. Fühl dich jetzt angesprochen. Genau du bist gemeint. Und so spricht Jesus eben auch ganz konkret hier eine ganz bestimmte Person an. Obwohl gerade Jesus bei der wahrscheinlich ersten Begegnung mit diesem Mann ihm einen weiteren Namen gegeben hat. Wahrscheinlich war es Andreas, der Bruder,
der Simon gesagt hat, komm mit, wir haben den gefunden, auf den alles hinweist, das muss der Messias sein. Und als er ihn dann zu Jesus bringt, dann schaut Jesus sich diesen Simon genau an, sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Doch von nun an wirst du Petrus heißen. In Johannes 1, Vers 42 wird uns das berichtet. Von nun an wirst du Kephas, auf Hebräisch Petrus, auf Lateinisch heißen. Er gibt ihm einen neuen Namen, einen Beinamen, der seine Bestimmung zeigt, seine Berufung, seine Aufgabe. Aber so weit ist es noch nicht, weil seine geistliche Entwicklung, sein geistliches Werden, seine geistliche Ausbildung, die hat eine gewaltige Delle bekommen. Und nun gilt es, dass diese Delle auch wieder ausgebügelt werden muss. Das muss wieder begradigt werden, das muss wieder korrigiert werden, das muss wieder geklärt werden. Und wahrscheinlich litt Petrus auch noch unter dieser Situation, unter diesem Geschehen, was da passiert ist. Sonst wäre er vielleicht gar nicht zurück in seinen Alltag gegangen, gar nicht in diesen gewohnten Trott, dass er wieder fischen gegangen ist. Und die Kollegen, seine Kumpels, die waren dann auch schon wieder alle mit dabei. Das wäre vielleicht dann gar nicht passiert. Aber Jesus muss mit Petrus sprechen, um eben dieses Versagen aufzuarbeiten, um ihn wieder herzustellen und ihn fertig zu machen, ihn vorzubereiten für seinen Dienst. Und deshalb nennt er ihn auch bei seinem ursprünglichen Namen. Er spricht ihn an eben mit Simon, Sohn des Johannes. Da ist noch nicht von diesem Felsen, von Petrus, die Rede. Simon, Sohn des Johannes. Damit kann nur einer gemeint sein. Das ist so, wie wenn Jesus uns ansprechen würde. Harry, Sohn von Alwin Voth, dich meine ich und niemand anderen. Liebst du mich mehr als die anderen? Fragt er diesen Simon. Liebst du mich mehr als die anderen? Genauso oft wie Petrus seinen Herrn verleugnet hat, genauso oft spricht Jesus ihn auch hier an. Dreimal. Und Petrus hatte schon eine besondere Stellung innerhalb der Jüngerschaft, dieser ganzen Truppe da, dieses Dutzend. Von Anfang an bewies er schon irgendwo ein gewisses Leiterschaftspotenzial. Und Jesus hatte dieses Leiterschaftspotenzial auch bei ihm immer wieder gesehen oder festgestellt. Wir selber konnten es auch sehen, ganz am Anfang dieses Ereignisses, ganz am Anfang von Kapitel 21, wo da ist Petrus jetzt, der sagt, ich gehe fischen und alle gehen mit. Ja, das ist ein Leiter, wenn er sagt, was getan wird und andere folgen ihm. Und dieses Potenzial, das hat Jesus auch schon in ihm gesehen, sonst hätte er ihm eben nicht diesen Beinamen, diesen weiteren Namen Petrus gegeben. Und nun fragt Jesus ihn aber mit seinem ursprünglichen Namen, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen, mehr als diese anderen hier, liebst du mich mehr als die anderen? Und dann wird er schon etwas überrascht sein, denn er dachte sich, Jesus, was für eine Frage, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Der wird sich gefreut haben, dass Jesus da ist, dass sie ihn mal wiedersehen. Vielleicht klärt sich jetzt ja auch endlich mal das, wie es weitergeht. In dieser neuen Situation, sie waren ja auch noch in so einem ungewissen Wartezustand. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Aber etwas in ihm hat da schon gezuckt. Denn er antwortet nicht genau so, wie Jesus ihn gefragt hat. Jesus verwendet einen anderen Begriff für Lieben als Petrus. Das griechische Wort Agape ist eine selbstlose, hingegebene Liebe, so wie Jesus sie praktiziert hat, als er für die Menschen am Kreuz gestorben ist. Und Philia, das ist der andere griechische Begriff, mit dem Petrus antwortet, heißt, bedeutet mehr so eine freundschaftliche Liebe, so ein Kumpel. Jo, ich mag dich, ich hab dich gern, ne, bist ein dufter Typ oder sowas. Ja? Agapas me, liebst du mich? Fragt Jesus den Petrus. Philos se, ich habe dich lieb,
die deutschen Übersetzungen, die versuchen das auch so ein bisschen damit auszudrücken. Ne? In dieser Fragestellung von Jesus, liebst du mich? Lieben, ich habe dich lieb, als vielleicht eine etwas Abschwächung von diesem Lieben. So versuchen deutsche Bibelübersetzungen das dann oftmals auszudrücken. Jesus war schon immer etwas forsch und vorlaut gewesen. Er hatte eben diese besondere Stellung dann eben bei diesen Jüngern dann auch gehabt. Das Handeln bei ihm, ja, das muss man dann schon mal sagen, das kam so manches Mal vor dem Denken. Er war es auch, der dann auch getönt hat, dass er sogar bereit wäre, sein Leben für Jesus zu lassen. Er war es auch, der das Schwert zog und zugeschlagen hat, als man seinen Herrn verhaften wollte. Seine große Klappe, die tat ein Übriges. Ja, da war er ja immer so der Erste. Wenn es darum ging, ja, wie meint Jesus das, dann hat er als Erster gefragt. Und die anderen haben sich da noch gar nicht getraut. Bis dahingehend, dass er auch sagte, und wenn Jesus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich würde dich nicht verleugnen. Genau das passiert nur wenige Stunden später. Jesus hat ihm das angekündigt. Er hat ihm gesagt, ja, das wird passieren. Und Petrus kann das nicht für möglich halten. Nein, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, niemals kommt das vor, dass ich dich verleugnen würde. Aber genau das passiert in dieser dunklen Nacht, wo Jesus verraten wird, wo er verhaftet wird und wo er abgeführt wird. Da war Petrus der Einzige, der ihm überhaupt noch gefolgt ist, dieser ganzen Gruppe, um zu sehen, wie geht's denn eigentlich weiter. Aber als er dann dort eben auch in dem Hof war, da traut er sich auch nicht, sich zu Jesus zu bekennen, sondern er streitet vehement dreimal ab. Den da, den kenne ich nicht. Nein, ach, ich mit dem zusammen? Niemals. Wo soll ich den schon mal gesehen haben? Und dann kommt das, was Jesus angekündigt hat, der Hahn kräht. Also auch wieder so eine Situation, wo die Nacht dem Ende zugeht, wo es vielleicht wieder anfängt zu dämmern. Der Hahn kräht und da fällt es ihm ein. Und da wird ihm schlagartig bewusst, genauso wie Jesus das angekündigt hat, genauso ist es gekommen. Und er läuft weg und er weint und weint und weint über sein Verhalten. Genau das, was Jesus ihm angedeutet hat, ist auch passiert. Im Unterschied zu Petrus ist Jesus nicht weggelaufen. Obwohl er verhaftet worden war, obwohl er verhört wird, obwohl er verurteilt wird, obwohl er verprügelt wird, obwohl er hingerichtet wird, obwohl er stirbt, obwohl er begraben wird, Jesus ist nicht weggelaufen. Sondern er hat diese Strafe, die uns eigentlich gilt, auf sich genommen und für uns bezahlt. Das ist diese selbstlose Liebe zu den Menschen, die Jesus dort gezeigt hat. Und das ist das, wo Petrus sich nicht traut, sich auf die gleiche Stufe wie Jesus zu stellen. Liebst du mich? Ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Zwei verschiedene Begriffe, lieben und liebhaben. Liebst du mich? Fragt Jesus ihn noch einmal. Und beim zweiten Mal, da kann ich mir schon durchaus vorstellen, da wird Petrus schon so ein bisschen unruhiger geworden sein. Er weiß aber noch nicht genau, wo soll das Ganze denn hingehen? Oder was macht Jesus da eigentlich mit mir? Liebst du mich? Und wieder antwortet er, ich habe dich lieb, du weißt das doch. Wieder mit dieser etwas abgemilderteren Form von Liebe. Aber hier hat er vielleicht schon einen Kloß im Hals. Es fällt ihm schon nicht mehr ganz so leicht zu antworten. Und er weiß und er merkt auch, dass Jesus da etwas mit ihm macht. Jesus führt wirklich ein Gespräch mit ihm, ein seelsorgerliches Gespräch mit ihm. Und ein seelsorgerliches Gespräch, das hat niemals zum Zweck, jemanden bloßzustellen. Jesus wirft Petrus sein Versagen nicht vor. Wir sind da so ganz schnell dabei. Ja, was hast du da eigentlich gemacht? Wie konntest du denn überhaupt so handeln? Vorher, da hast du noch laut rumposaunt und gesagt und gemacht, nee. Und wenn alle weglaufen und wenn ich selber sterben müsste, ich würde dich nie verleugnen. Und jetzt?
Jesus hält ihm sein Versagen nicht vor. Sondern er arbeitet gerade an dieser Charaktereigenschaft von Petrus, der immer so impulsiv war, immer so gerade raus und ab nach vorne. Er arbeitet an dieser Charaktereigenschaft bei ihm. Bei einem Dienst für Jesus, da geht es aber eben nicht um die eigene Kraft, die man gerade dann vielleicht anwenden will. Nicht um, und oftmals überschätzt man sich selber dann auch dabei. Da geht es auch nicht darum, sich selber in den Vordergrund zu stellen. Da geht es auch nicht um das, was ich selbst leisten kann. Sondern Jesus will ihm wichtig machen, was hier wirklich deutlich ist in seinem Dienst. Und deshalb fragt er ihn noch ein drittes Mal. Und jetzt fragt er ihn, hast du mich lieb? Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jesus wechselt zum Liebhaben, von Agape zu Philia. Denn selbst ein Petrus, der schafft diese göttliche Liebe nicht, diese selbstlose Liebe nicht. Aber wenigstens hast du mich lieb, dass du bereit bist, dich für mich einzusetzen. Und Petrus ist jetzt traurig. Petrus ist jetzt traurig, weil Jesus ihn schon jetzt zum dritten Mal fragt. Und was soll das denn überhaupt? Und wenn man sich versucht, sich in Petrus jetzt hineinzuversetzen, dann kann man, glaube ich, wirklich spüren und nachempfinden, wie dieser ganze Schmerz aus ihm herausbricht. Ja, Herr, du weißt doch alles. Alles weißt du. Und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Auch wenn ich dich verraten habe, wenn ich dich verleugnet habe, wenn ich abgestritten habe, dich zu kennen. Ich liebe dich. Ich habe dich lieb. So gut ich es kann, liebe ich dich. Und Petrus erkennt die Schwere seines Versagens. Aber er hat daraus gelernt. Und er will sich auch weiter von Jesus da verändern lassen. Und seine Liebe zu Jesus ist noch da. Und Jesus weiß das. Und deshalb wirft er ihm eben nicht vor, wie konntest du nur, sondern er fragt ihn, hast du mich lieb? Diese Frage habe ich auch über den Gottesdienst heute gestellt und auch über diese Predigt. Das ist die Frage, die Gott dir auch heute Morgen, dir heute Morgen auch stellen will. Hast du mich lieb? Und dabei ist es ihm nicht wichtig, was für einen Dienst du für ihn tust, was du schon alles geleistet hast oder wie du dein Potenzial, was Gott letztlich in dich hineingelegt hat, schon für ihn genutzt und eingesetzt hast. Denn die Gefahr liegt so nahe, dass wir uns dann auf unsere eigenen Kräfte verlassen. Und wir es auch aus eigener Kraft versuchen auch wollen und daran können wir nur scheitern. Aber wenn wir Jesus lieben, wenn wir ihn lieb haben, dann nimmt er uns in seinen Dienst und er lässt uns zu einem großen Segen für andere werden, zu einem ganz großen Segen für andere. Und selbst wenn wir dann noch einmal fallen und selbst wenn wir dann noch einmal versagen, wenn wir ihm ungehorsam sind, dann hält er uns das nicht vor, sondern er fragt uns, hast du mich lieb? Das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende. Auch wenn wir rückblickend vielleicht feststellen müssen, so oft ist mir das passiert, dass ich mich so weit weg von Jesus fühlte. Ich bin oft so weit weg von dir. Dann geht diese Liedstrophe noch weiter. Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Ich bin so oft weit weg von dir, doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. So wie Jesus an Petrus gearbeitet hat, so arbeitet er auch an uns. Und wenn wir ihm antworten können, dass er eigentlich doch genau weiß, dass wir schon immer noch, Liebe ist noch da von uns ihm gegenüber, dann stellt er uns auch nach einem Fehltritt, nach einem Versagen wieder her. Jesus verändert unseren Charakter und er formt ihn so, dass er uns in den Dienst für ihn und für die Gemeinde stellen und einsetzen kann. Genauso macht er das auch hier bei Petrus. Denn nach jeder Antwort, da sagt Jesus zu Petrus, kümmere dich um die Leute, die sich mir anvertraut haben.
Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe, wie er das auch immer ausgedrückt hat. Kümmere dich um die Leute, die sich mir anvertraut haben. Das ist die Aufgabe, für die ich dich vorbereitet habe. Und dafür, für diese Aufgabe, habe ich dir auch diesen Beinamen Petrus gegeben. Du bist der Fels, auf dem die Gemeinde gegründet wird und wo sie dann fest steht. Dafür brauche ich dich. Nicht mit deiner großen Klappe, nicht mit deiner eigenen Kraft, sondern mit deiner Liebe zu mir. Dafür brauche ich dich. Und selbst wenn man dich dann abführen wird einmal, so geht es noch etwas weiter hier in Vers 18, wenn man dich hinbringen wird, wo du gar nicht hin willst, wenn du sterben musst, weil du dich zu mir bekennst und mich nicht mehr verleugnest, dann wird dein Leben und dann wird dein Sterben Gott verherrlichen. Das will Jesus Petrus zeigen. Und wenn wir weiterlesen in der Bibel, direkt nach dem Johannesevangelium kommt die Apostelgeschichte und auch da wird von Petrus berichtet, was er für tolle Geschichten gemacht hat mit der Kraft von Jesus. Aber wir lesen auch, dass es auch weiterhin noch Versagen gab in seinem Leben und dass er auch noch lernen musste. Gott hat ihm da noch weitere Dinge gezeigt. Aber weil er Jesus lieb hatte und weil er ihm in dieser Liebe diente, hat sein Leben und sogar sein Sterben ihn Gott verherrlicht. Jesus hat ihn nicht verurteilt, sondern er fragte ihn und er fragt dich: Hast du mich lieb? Wir singen noch einmal dieses Lied: Jesus, berühre mich. Herr, ich bin oft so weit weg von dir. Lass uns das als ein Gebet auch mitsingen und ihm auch dafür danken, dass er in seiner Liebe nah zu uns kommt. Dieses Lied drückt eine ganz große Sehnsucht aus, die du jetzt in deinem Inneren hoffentlich verspürst. Dein Inneren, eine Sehnsucht nach der Nähe Jesu und dass er uns dort trägt und mitnimmt und festhält. Auch nach einem Versagen stellt er uns wieder her, damit wir ihm in der Gemeinde dienen können.